Moin Leute, Eichhorn hier und willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich über das iPhone 6s sprechen und nachdenken und auch wie Ideen oder so Sachen sagen, was mit dem eigentlich noch in der Zukunft passieren könnte. Und ich würde sagen, wir legen los. So, also hier habe ich natürlich mein iPhone 6s. Auf jeden Fall voll geladen und ja, also so ungefähr 65%. Ja, das ist schon fast voll geladen. Egal, es geht ja nicht unbedingt um das. Also schon um, also ach, vergiss es. Jedenfalls, das iPhone 6S, ein iPhone, das 2015 auf den Markt gekommen ist und die Leute, naja, wie bei so manchen iPhone-Modellen hinterher gerannt sind, um überhaupt eins zu bekommen oder der Erste zu sein, der eins bekommt. Ich meine, natürlich kann ich die Leute schon ein bisschen verstehen. Es ist cool, was Neues in der Hand zu halten, das natürlich noch wirklich niemand anders in der Hand hatte, außer Arbeitende, die mit Schutzhandschuhen arbeiten. Also ich nehme an, dass die mit Schutzhandschuhen arbeiten, dass das Zeug auch ja nicht tatsächlich keine Fingerabdrücke bekommen, wenn sie nachher halt aus der Fabrik kommen und nachher um die ganze Welt geliefert wird. Und tatsächlich habe ich hier mal ein Video gesehen, wo jemand gezeigt hat, dass es tatsächlich verschiedene iPhone-Modelle gibt. Zum Beispiel jedenfalls mit dem iPhone 12 habe ich gesehen, dass es eine japanische Version gibt. Es gibt, glaube ich, sogar eine chinesische Version, eine europäische Version und sogar eine amerikanische Version. Wie das alles funktioniert und so, vielleicht finde ich das Video, dann lasse ich es unten in der Beschreibung. Ansonsten seht ihr vielleicht nichts. Ich werde es vielleicht aber auch später hinzufügen. Einfach, wenn ich das Video mal finde, dann lasse ich es da. Dann könnt ihr euch euren Teil dazu beidenken. Jedenfalls eben das iPhone 6s. Etwas, das zwar eigentlich schon existiert, aber trotz allem ist das 6s doch etwas anderes. Verwirrend, ich weiß. Aber wie gesagt, das iPhone 6s ist ja im Grunde genommen doch einfach eine verbesserte Version des schon vorher existierenden iPhone, nämlich dem iPhone 6. Ich glaube aber, das iPhone 6s hat mehr RAM, so wie auch, ich glaube, das sollte eigentlich momentan alles sein. Und natürlich noch auch den neuen Chip, sowie auch einen besseren Fingerabdruckscanner. Das nehme ich jedenfalls grob an. Ich glaube, auf Wikipedia, bin ich nicht sicher, stand nichts großartig wegen Fingerabdruckscanner der dieser oder dieser Generation. Aber ich glaube, auf der Apple Web, auf der Apple Website ist es natürlich möglich, iPhones zu vergleichen. Und ich glaube, dort sollten noch alle iPhones stehen, die iOS 14.6 unterstützen, und da das iPhone 6s das noch unterstützt, und das eigentlich grandios. Also ich habe es natürlich nicht selber ausprobiert, aber von ganz, ganz vielen Videos, die ich gesehen habe, waren die Leute positiv überrascht, wie gut das iPhone 6s sich schlägt. Man sollte natürlich wissen, dass solche iPhones eigentlich einen ziemlich alten Akku drin haben, und ich würde eigentlich auch raten, die tatsächlich noch ein iPhone 6s benutzen, würde ich tatsächlich wirklich raten, einfach mal zu gucken und mal darüber nachzudenken, ob ihr vielleicht nicht den Akku mal wechseln wollt, denn wie es auch das iPhone, also wie die iPhone das heutzutage sagen, also ich weiß es nicht, ich glaube auf dem iPhone 8 Plus, glaube, sagt es das, dass der Akku nicht mehr so ganz toll, oder nein, ich glaube beim iPhone 6 hat das gesagt, der Akku sei nicht mehr so gut, und da stand auch, um die beste Leistung des iPhones herzuholen, also um, damit das iPhone die beste Leistung, also sich von der besten Seite zeigen kann, wäre ein neuer Akku erforderlich sozusagen, weil das iPhone 6 kann offenbar schneller laufen, besser laufen, aber Apple hat es tatsächlich so gemacht, das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass wenn ein iPhone ein Akku hat, der nicht mehr ganz so toll läuft oder so, oder eben die iPhones älter werden, was bei jedem iPhone einmal der Fall sein wird, außer er landet vorher im Elektroschrott, aber ich hoffe, er ist erstmal nicht, dass desto älter der Akku wird, desto weniger leistungsstark wird, und wie gesagt, Apple hat das so gelöst, also
Manche Leute regen sich auf, aber ich finde es jetzt das doch interessant zu wissen und deswegen möchte ich euch auch sagen, dass Apple das extra macht, dass Apple die iPhones tatsächlich extra langsamer laufen lässt, einfach damit sie wollen, dass das iPhone halt nicht einfach mittendrin ausschaltet oder so. Was bei mir schon manchmal der Fall war mit meinem iPhone SE der ersten Generation, was im Grunde ein iPhone 5S war mit verbesserter Technik und so von meinem iPhone 6S. Und tatsächlich mit der neuesten Software, also das war glaube ich noch mit der iOS 13 und all dem Mist, ist mir das iPhone schon ein paar Mal einfach neu gestartet, ohne dass ich etwas gedrückt habe. Ich wollte ganz normal ein Video von einem Zug machen. Das war halt so ein cooler Moment. Es war halt recht dunkel, ein Güterzug war da, musste vom Signal halten und das war so eine geile Gelegenheit, den Zug zu filmen. Ja, ich nehme halt das Handy hier vor, möchte filmen und was passiert? Ja, es stürzt ab. Naja, nicht schöner Moment, denn das Video wird auf jeden Fall gestoppt sein und manchmal ist es auch ein Glücksspiel, ob das Video jetzt tatsächlich gesichert ist oder ob es das nicht gesichert hat. Das ist auch so eine Sache, aber kann ich eigentlich ein anderes Mal auch mal darüber reden, wie es mir manchmal das Telefon ausgeschaltet hat und manchmal war das Video gesichert, dann habe ich gedacht, oh, cool. Und manchmal ist das nicht gemacht, dann denke ich mir, ach, dein Ernst. Aber ja. Ja. Und das iPhone 6S ist, soweit ich weiß, mit iOS 9 gekommen. Also ich weiß es noch, ich habe das iPhone 6S dauerhaft mit iOS 9 benutzt, tatsächlich bis iOS 10 gekommen ist und iOS 11 und so. Das waren eigentlich ziemlich coole Zeiten, weil der Rutsch von iOS 9 auf iOS 10 war immens. Also das war wirklich krass, was sich da eigentlich alles geändert hat. iOS 10 hat sich doch wirklich viel mehr fresh angefühlt und auch mit dem Hintergrund, den ich mal schnell zeigen kann. Also dem also naja, eben Apple hat ja so Hintergründe, so reguläre Hintergründe, ne, da, ne, zum Beispiel da. Und eben dieser Hintergrund da mit diesen Wellen und so, also das war wirklich ziemlich fresh. Vorher war das da, das Neueste, was man so bekommen kann, was auch als Standard eingestellt wurde. Nachher war das da und ich hatte das auch eine ganze Weile auf meinem iPad Pro, weil normalerweise, also ich weiß, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber normalerweise habe ich eben so solche Hintergründe. Ja, fragt nicht warum. Und weil die gefallen mir mehr. Aber eben das fand ich auch nicht schlecht. Und wenn ich so einen Hintergrund habe, das heißt, dass mir der wirklich ziemlich gut gefällt, obwohl es einfach so ein normaler, regulärer Hintergrund ist, der einfach für die neueste Software da ist. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber diese Hintergründe zeigen jedenfalls fast wie die Reihenfolge der iOS-Updates und so wie auch. Wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie ich das auch beschreiben soll, aber es ist einfach, als würden diese Hintergründe alle verschiedene Geschichten erzählen. Und nachher natürlich auch später ist iOS 11 gekommen mit diesem Hintergrund. Und ich finde das eines der geilsten Hintergründe eigentlich von Apple, die sie gemacht haben. Und ja, ihr habt richtig gesehen, das sind noch die alten Hintergründe und das hat einfach den Grund, dass ich. iOS 11.4.1 auf diesem Gerät habe. Ja, ich habe richtig gehört. iOS 11.4.1. Eine Software, die 2000 Jahre alt ist, aber ich nutze sie auch heutzutage noch. Warum? Ich habe ein ganzes Video darüber gemacht, aber das muss ich erstmal hochladen. Wo habe ich jetzt das andere? Moment. Dann haben wir hier auch noch mein iPhone 10, was auch eigentlich ziemlich flüssig läuft. Also natürlich seht ihr das Video mit 30 oder 25 FPS, aber trotz allem, das läuft wirklich ziemlich geschmiert und so. Also
Natürlich ist mir schon bewusst, es ist nicht so, als ob ich das nie mitbekommen hätte, dass sehr, sehr viele Leute über iOS 11 gelästert haben, weil das bei denen nicht gut lief. Naja, was soll ich sagen? Ich kann halt einfach nur von meiner Seite reden. Als iOS 11 gekommen ist und ich tatsächlich auch in der fast genau gleichen Zeit das iPhone 10 geholt habe oder eigentlich bekommen habe. Ja, ich habe es bekommen. Hatte ich tatsächlich fast nie Probleme. Also ja gut, manchmal, wenn es ziemlich kalt ist, fast im Winter sozusagen, geht manchmal das Blitzlicht nicht beim iPhone 10. Das muss ich zugeben. Das ist wahrscheinlich etwas, das einfach an der Software liegt. Wer weiß, ich hoffe nicht, dass es allgemein kaputt ist. Aber ansonsten sollte ich sie eigentlich merken. Aber ansonsten eigentlich das Blitzlicht geht. Ne? Hat ein bisschen Verzögerung, wenn man es zum ersten Mal einschaltet nach langer Zeit. Aber das ist tatsächlich bei fast allen iPhones so, also nichts Spezielles. Ja. Aber genug von dem. Nochmal zurück zum iPhone 6s. Das iPhone 6s hatte eigentlich, also jetzt kann man schon davon reden, dass das iPhone 6s eine echt unglaubliche Reise gemacht hat, was Software angeht. Denn wie gesagt, das iPhone 6s ist mit iOS 9 gekommen und hat eben iOS 10, iOS 11, iOS 12, iOS 13 und jetzt auch noch iOS 14 mitgemacht und ist noch am Mitmachen, ne? iOS 14 könnte ich theoretisch installieren, aber ich habe so keinen Bock, weil zum einen möchte ich dieses geile Feeling behalten, dass man fest aufs Display drücken muss, anstatt einfach so lange gedrückt halten. Und zum anderen, also ja, wie gesagt, Haptic Touch ist für mich immer noch eklig, aber mein iPhone 12 Pro Max hat kein 3D-Touch-Display, also ich kann nichts anderes machen. Der Witz ist, ich kann dieses verdammte Haptic Touch nicht ausschalten, also dieses 3D-Touch hier, das kann ich ausschalten, aber Haptic Touch, einfach lange gedrückt halten, um eine Aktion zu machen, das kann ich nicht mehr ausschalten. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es macht absolut keinen Sinn, das aktiviert zu lassen. Zum Beispiel, wenn man einen Weblink in Safari oder so öffnen möchte und lange drückt, um mehr Optionen zu bekommen, geht das auch ohne Haptic Touch. Das geht. Oder wie könnt ihr mir das erklären, dass ich das bei meinem iPad Mini mit iOS 9 und bei meinem iPad Air mit iOS 12 machen kann? iOS 12, wo kein Haptic Touch hat. Das hat kein Haptic Touch. Trotz allem habe ich fast die genau gleichen Funktionen im Internet im Webbrowser, wenn ich einfach auf einen gewissen Link lang genug drücke. Apple, ich bin nicht blöd. Und auch viele andere Leute sind nicht blöd, aber die merken das wahrscheinlich nicht, dass Haptic Touch eines der unnötigsten Scheiße ist, die ich je gesehen habe im ganzen Leben. Also wirklich. Das iPhone 6s war auch übrigens das erste iPhone, das ein 3D-Touch-Display bekommen hat und veröffentlicht wurde. Ansonsten wäre mir nicht bekannt, dass das iPhone 6 ein 3D-Touch-Display besäße. Ich glaube nicht. Weil ansonsten hätten wir dann hier auch eigentlich die Funktion 3D-Touch und so an- und auszumachen, aber das hat das iPhone 6 halt nicht. Trotz allem war das iPhone 6 auch nicht schlecht. Ich hatte es tatsächlich damals, als das iPhone 6s rausgekommen ist. Das iPhone 6s hatte ich nebenbei ebenfalls bekommen, aber ich habe tatsächlich mehr das gebraucht. Mein iPhone 6s war tatsächlich mehr wie ein Ersatzhandy. Das habe ich manchmal gebraucht, aber viele Male nicht. Und dann hatte ich jedenfalls zur damaligen Zeit ein iPhone 6 und ein iPhone 4s und ich war wirklich der King in der Schule. Trotz allem wurde ich auch gehänselt und ja, hatte glaube ich sogar fast regelrecht ein Mobbing. Aber naja. Das sind alte Zeiten, das ist jetzt scheißegal. Es geht ja auch um iPhones eigentlich. Aber es ist einfach, damit ihr wisst, ne? Und ja, soll ich sagen. Aber ich würde sagen, nun kommen wir zu der Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. Ich meine, es gibt natürlich viele YouTube-Videos, die das schon sagen, aber mehr in Englisch, aber auf Deutsch wahrscheinlich auch irgendwo, wer weiß. Jedenfalls möchte ich auch dabei sein, ein paar Klicks abstauben, obwohl ich gar kein Geld mit YouTube verdiene. Also momentan verdiene ich noch gar kein Geld mit YouTube. Wer weiß, ob sich das ändert oder so. Ich bin eigentlich ganz ehrlich, ich habe schon gesehen, wenn man es richtig macht, wenn man sich Mühe gibt für die Videos und man auch okay Klicks bekommt, kann man okay Geld machen mit YouTube. Aber mein Wunsch, oder besser gesagt, mein Traumberuf, den ich machen möchte,
Also ich nehme an, da verdient man genug Geld und es ist eben auch mein Traumberuf. Das ist das, was ich eigentlich machen möchte. YouTube mache ich mehr einfach zur Beschäftigung, weil ich gedacht habe, oh, warum nicht? Warum soll ich nicht der ganzen Welt zeigen, was für komisches Zeug ich da mache? Ja, geil. Jedenfalls zur großen Frage, die sich eben viele stellen werden. Wird das iPhone 6s iOS 15 unterstützen? Meine Vermutung ist tatsächlich, kann sein, also es ist möglich. Ich meine, das iPhone 6s hätte auch bei iOS 13 stehen bleiben können, aber es hat weitergemacht. Und so wie es aussieht, wird das iPhone 6s auch iOS 15 bekommen. Wer weiß. Also die Chance ist tatsächlich für mich momentan tatsächlich 60 zu 40, dass es iOS 15 bekommt. Man kann tatsächlich schon die Beta iOS 15 runterladen. Ist natürlich nicht das Finale, aber trotzdem, man kann schon die Beta runterladen. Und ich habe schon ein Video gesehen, also zwar nur ein Video, aber trotz allem habe ich gesehen, es eigentlich funktioniert super. Und naja, was soll ich schlussendlich noch dazu sagen? Vergewissert euch einfach und schaut nach dem Akku, weil das iPhone selber kann iOS 15 laufen lassen, eigentlich von mir aus. Aber der Akku wirklich, schaut für den Akku und wechselt ihn aus, wenn nötig, weil ansonsten werdet ihr keine 4 Stunden mit dem Ding überleben, wenn ihr es ein bisschen im Multitasking benutzt. Also ja, ein paar heftige Spiele und der Akku ist schon bei 20% nach nur einer Stunde intensiver Nutzung. Ich glaube, niemand nutzt das Handy gleich eine Stunde am Stück, aber ich sage einfach nur ungefähr von meiner Erfahrung her. Also, mit iOS 15 noch mehr Software und all das wird der Akku einfach nur schlechter. Also überlegt es euch einfach. Und ansonsten, wenn ihr tatsächlich noch ein iPhone 6s besitzt, könnt ihr natürlich bleiben und guckt für den Akku. Oder ich empfehle euch am besten, upgradet zu einem iPhone 10 oder iPhone 10s. Das geht das wieder nicht. Perfekt. Am besten upgradet ihr zu einem iPhone 10 oder iPhone 10s. Ja, ich weiß, es sind nicht die neuesten iPhones, aber wie ich schon eigentlich ein paar Mal gesagt habe, es ist keine schlechte Auswahl. Das iPhone 10 ist um einiges neuer als das iPhone 6s und hat noch viel mehr Potenzial, zum einen auch wegen dem Display. Und das iPhone 10 hat ein 3D-Touch-Display plus ein OLED-Display, was wirklich verdammt geil aussieht, wenn man spät im Bett noch einen Film oder so gucken möchte, ist das wirklich mega geil und nur empfehlenswert. Ihr bekommt zwar keinen Fingerabdruckscanner mehr, aber dafür habt ihr Gesichtserkennung. Das heißt, auch mit dreckigen Fingern könnt ihr euer Telefon entsperren. Es sei denn, das Display reagiert nicht so, wenn es nass ist oder so oder dreckig, aber es geht auch mit schmutzigen Händen. Außer ihr habt Sonnenbrille oder eine Maske, dann wird es relativ schwierig. Aber ich muss sagen, auch für ein iPhone 10 und auch für ein iPhone 10s, das habe ich beides probiert, geht es doch manchmal viele Male. Und auch nach einer Entfernung von ungefähr 50 cm kann es das Gesicht trotzdem erkennen und euer Telefon entsperren. Also schon von so einer Entfernung das Telefon entsperren zu können mit dem Gesicht ist schon Wahnsinn. Also vielleicht geht es nicht direkt bei euch, aber in meinem Versuch beim iPhone 10 und 10s ungefähr 50 cm, ich konnte es entsperren. Das glaubt wahrscheinlich fast kein Mensch oder vielleicht glauben es alle und denken, es ist langweilig, was labert der. Aber für mich ist das schon immer noch etwas Krasses, das sollte man wissen. Wisst ihr noch das eine Samsung da, wo Augenerkennung hatte, um das Telefon zu entsperren? Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie die Leute da vor dem Telefon saßen? Und da irgendwie so, sind meine Augen synchron. Also, ich meine, Samsung war vielleicht der Erste, der mit dem gekommen ist, weil damals gab es das iPhone 7 Plus und 7. Die hatten so etwas nicht. Aber auch, wenn Samsung zuerst ist, ist das zum einen ein Nachteil für sie. Zum einen Vorteil, weil sie eben etwas Neues vorstellen, aber zum anderen Nachteil, weil wenn Samsung irgendwie einen Fehler hat oder so, eben mit dem Augenerkennung, dass der Kopf direkt da sein muss oder so, wie beim Nintendo 3DS oder so, Digga, mit dieser Fragezeichenkarte, dann können die Konkurrenz
tatsächlich daraus lernen und es tatsächlich versuchen, besser zu machen. Und Apple hat es in meinen Augen jedenfalls besser gemacht. Auch bei neuen Samsungs ist es relativ schwierig. Jedenfalls mein Großvater hat ein Samsung Galaxy S10 tatsächlich. Und das hat auch Gesichtserkennung, finde ich auch eigentlich cool. Aber auch ohne Brille braucht das Handy relativ lange und man muss das Gesicht relativ schön gerade vors Handy halten, damit sich entsperrt. Mit der Zeit, ich weiß nicht, wie es bei Samsung ist, aber bei Apple iPhones ist es jedenfalls so, dass es lernt, wie dein Gesicht ungefähr aussieht, damit es das auch ein bisschen schneller entsperren kann. Und bei iPhones ist noch ein bisschen Vorteil, dass es da wirklich von den krassesten verschiedenen Winkel aus dein Telefon trotzdem entsperren kann. Also das ist echt krass. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier im Videoversuch, ich halte das Handy jetzt so schräg. Mein Gesicht ist hinter der Kamera. Also wenn die Kamera gerade steht, ist mein Gesicht auch direkt hinter dran. Und mein Handy ist jetzt so schräg. Nein. Ja, ungefähr. Nicht sagenhaft, aber obwohl, es ist gar nicht mal so schlecht. Also mein Gesicht ist wirklich hier so, mein Gesicht ist so gerade und das Handy ist so schräg, Digga. Das kann es trotzdem entsperren. Soll ich noch was ausprobieren? Entschuldigung. Lol. Habe ich schnell mein iPhone 10s rausgeholt. Hier, Gold, kaputtes Glas, das ist ein iPhone 10s. Also, wieder mein Gesicht direkt gerade wie die Kamera vor, hinter der Kamera und das Handy schräg. Ne? Das braucht ein bisschen. Na? Na? Nice. Also, auch wenn das Telefon so schräg ist, kann es mein Gesicht erkennen und entsperrt das Handy. Ja, kann sein, dass die neuen Samsungs das auch haben, dass es auch so geil ist, aber ich möchte einfach sagen, als die iPhones rauskamen, war Samsung noch nicht so weit und ich muss sagen, das macht wirklich einen riesen Spaß. Ich meine, das Telefon ist so irgendwie mega schräg und trotzdem, und nachher siehst du, es entsperrt sich und du denkst dir so, wait a minute. In welcher Sekunde hat es mein Gesicht gelesen? Also, das ist übelst krass, finde ich. Also, für jemanden, der schon seit Jahren mit Apple-Geräten arbeitet, ist das schon etwas Krasses. Hätte ich jetzt einen Samsung, würde ich vielleicht sagen, ja, okay, nicht schlecht. Aber ich hatte das ja vorher, also vor dem iPhone 10 hatte ich das nie. Ich hatte das nicht. Das ist wirklich krass. Und ich würde sagen, eigentlich. Ich würde sagen, das war es eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, es war nicht allzu beschissen. Ich hoffe, ich konnte euch halbwegs unterhalten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.